bitte. Wenn ihr mich seht, dann kommt wieder so eine komische Durchsage. Nochmal, liebe Freunde, es geht wirklich heute darum, diese Veranstaltung durchzuführen. Die Polizei ist leider wieder auf mich wieder zugekommen. Bitte direkt dann, guckt, dass ihr eben halt heute, nur für diese 2-3 Stunden, die FFP2, mit der FFP2-Maske sage ich schon, ich muss ja der Wahnsinn verrückt sein, bitte die Maske mit aufsetzt, damit ihr eben halt wir hier eine friedliche Veranstaltung durchführen können. Wie gesagt, es gibt die Möglichkeit zu essen und zu trinken. Wir haben ja Möglichkeiten hier. Ihr könnt euch auch gerne Getränke holen. Und das wäre sehr schön. So, Christian, bitte, machst du weiter. Und bitte, denk dran, auch hier vorne und auch ganz hinten nochmal ganz klar, bitte die Masken aufzusetzen. Danke. Und wir wollen das einfach symbolisieren. Du hast katholischen Hintergrund, ne? Er hatte auch katholischen Hintergrund. Ich habe den Jesus-Hintergrund. Wir kommen vom Himmel. Und wir brauchen den Himmel. Und wir können ja noch mal... Kann der Song bleiben? Jürgen! Ja. Jürgen, ich hab schon wieder kein Mikrofon. Genau. Jürgen. Ja. Okay, Halleluja. Können wir auf dem Mikro auch Saft haben? Wir beten das zusammen. Wir fangen an, Vater unser im Himmel. So beten wir das immer, ja? Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Vater, wir danken dir, dass wir dich jetzt anbeten dürfen mit einigen Liedern. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart, für deine Liebe. Wir danken dir für diese Liebe, die stärker ist als der Tod. Und wir beten gemeinsam, Herr, erbarme dich über unser Land und über unser Europa. Herr, wir bitten dich, erbarme dich. Streck deine Hand aus, dass wieder Zeichen und Wunder geschehen und Bedrückung und Willkürherrschaft beendet wird, Herr. Herr, wir bitten dich, brich du durch mit deiner Liebe. Amen. Amen. Wir wollen zusammen singen und Gott loben. Ja? Okay. Das ist ein besonderer Gottesdienst heute, genau. Okay. Ja, dann sei willkommen. Gerade kommt die Info, dass alles anders ist. Wir müssen heute offensichtlich flexibel sein. Seid ihr dabei beim Flexibelsein? Heute komplett dagegen gestimmt hat. Denn diese Änderung... Denn diese Änderung ist auch nur ein Luftballon. Jetzt kann man Hotspots ausrufen und jeder kann nach Lust und Laune dann wieder die Maßnahmen hochfahren. Und ich habe ganz klar heute in meiner Rede dafür votiert, dass endlich alle Maßnahmen beendet werden müssen. Applaus.